Herzlich willkommen zu BMW Today. Mein Name ist Ede Weidertag, ich bin Trainer und Instruktor bei der Driving Academy. Und heute geht es um das Thema Plug-in-Hybride. Bei mir ist Peter Henrich. Hallo Peter. Hallo Ede, freue mich hier zu sein, in unserer Garage in der BMW-Welt. Peter, was machst du in der Firma? Ich bin verantwortlich für das BMW-Produktmanagement. Das klingt jetzt etwas bescheiden, das ist aber ein bisschen größerer Bereich. Was machst du denn konkret? Ich versuche mit meinem Team das rauszufinden, was unsere Kunden in der Zukunft in einem BMW haben wollen, was sie begeistert. Und das versuchen wir mit unseren Ingenieuren und Designern dann auch umzusetzen. Das klingt wie die große Glaskugel und trotzdem habt ihr immer die richtigen Ideen. Peter, es geht heute um Plug-in-Hybride. Abkürzung ist ja immer PHEV. Was steckt hinter dieser Technologie dahinter? Plug-in-Hybride verbinden das Beste aus zwei Welten, nämlich der Welt der Elektrifizierung und der Welt des klassischen Verbrennungsmotors. Und PHEVs waren von Anfang an Teil unserer Elektrifizierungsstrategie. Heißt konkret im Auto? Gibt es sowohl einen Elektromotor mit einer Batterie als auch einen Verbrennungsmotor, die beide perfekt zusammenarbeiten, aber auch einzeln arbeiten können. Wird das dann ausgeweitet? Kommen alle Autos mit der Technologie? Sterben die anderen aus? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir für ganz lange Zeit unterschiedliche Technologien in unseren Fahrzeugen haben werden. Wir nennen das the power of choice. Denn je nach Nutzungsprofil, je nach täglichen Fahrten, je nach Zugang zu Ladestationen, muss jeder Kunde für sich selbst das Beste herausfinden. Jetzt ist die erste Frage, die wir immer kriegen: Wie lade ich denn das Ding auf? Ganz einfach, mit einem Ladekabel. Wir können da drüben mal an den X5 gehen. Da steckt schon ein gelbes Ladekabel, das für das Laden zu Hause genutzt werden kann. Das ist ganz einfach rauszuziehen bzw. auch wieder reinzustecken. Wie gesagt, gelb ist für Laden zu Hause. Es gibt aber auch das blaue Ladekabel, auch im Fahrzeug jetzt, für die öffentlichen Ladesäulen, die man in ganz vielen Städten jetzt immer zahlreicher sieht. Wie finde ich die denn? Weil eine Tankstelle kann ich ja groß sehen, aber die Ladesäule blinkt ja nicht so groß. Zum Beispiel durch das Navigationssystem oder auch unsere BMW Connected App. Dort werden immer die nächsten Ladesäulen angezeigt. Kann ich das während der Fahrt auch aufladen, wenn ich dann zum Schluss noch ein paar Meter elektrisch fahren möchte oder muss? Das System ist so intelligent, dass es nie ganz leer wird. Und auch während der Fahrt wird Energie rekuperiert, die man zum Beispiel beim Bremsen erzeugt. Damit wird die Batterie wieder aufgeladen und ein Stück weit bleibt damit dann immer Möglichkeit, elektrisch zu fahren. Ich bin ja so ein bisschen sportlicher Freak und sehe dann schon das M hier vorne drauf. Erste Frage ist, die gibt es scheinbar im M drin, schon beantwortet. Das zweite Thema, sind diese Plug-in-Hybride auch sportlich? Plug-in-Hybride sind unheimlich sportlich. Nicht vergessen, wir haben mit dem BMW i8 einen Plug-in-Hybriden in der sportlichsten Form gebracht. Das ist das progressivste Sportfahrzeug im gesamten Automobilmarkt. Und ein bisschen von dieser Dynamik steckt in all diesen PHEVs drin. Denn ein großer Vorteil des Elektromotors ist, man hat direktes Drehmoment verfügbar und deswegen auch in unseren Fahrzeugen sehr sportliches Beschleunigen. In nicht nur SUVs, sondern auch Limousinen wie da dem 3er oder dem 7er. Peter, jetzt baut ihr diese Plug-in-Hybride ja immer mit anderen Motoren. Da stehen wir am X5, das ist ja dann ein Sechszylinder. Gell? Hier geht es weiter mit dem Vierzylinder im 3er. Heißt das, ihr kombiniert immer die besten zwei Teile aus diesen zwei Welten? Richtig, zusammen? Das ist typisch BMW. Wir schauen, was ist die beste Technologie für das jeweilige Fahrzeugkonzept. Und so haben wir diese Plug-in-Hybrid-Technologie in der Kompaktklasse mit einem Dreizylinder-Verbrenner kombiniert, in der Mittelklasse mit einem Vierzylinder und in der Oberklasse X5 oder auch 7er mit einem Sechszylinder. Gleiches Prinzip, aber unterschiedliche Aggregate. Wem würdest du einen Plug-in-Hybrid empfehlen generell? Wichtig ist, dass der Kunde regelmäßig lädt. Denn das System lebt davon, dass man Elektroenergie Strom zuführt, idealerweise Ökostrom, um damit dann emissionsfrei fahren zu können. Das ist dann für Leute, die, sagen wir mal, 30, 40, 50 Kilometer am Tag fahren und regelmäßig laden können, zu Hause oder in der Firma. Dort kommt das System voll zum Tragen. Ich sehe jetzt hier 5 Plug-in-Hybride. Kommt da noch mehr? Heute gibt es schon 10 Karosserievarianten, die Plug-in-Hybrid-Modelle bieten. Und ja, da wird auch noch ein bisschen was zusätzlich kommen, denn wir wollen in allen Segmenten vom Kompaktfahrzeug bis zur oberen Luxusklasse jedem Kunden Zugang zu der Plug-in-Hybrid-Technologie ermöglichen. So wie du schmunzelst,
Findest du Plug-in selber auch gut? Was wäre denn dein Lieblings-Plug-in oder dein Lieblingsfahrzeug hier? Ja, ich bin eine ganze Weile i8 gefahren und das ist einfach ein faszinierendes Fahrzeug. Allerdings jetzt als Vater von 3 Kindern ist dann doch der X5 Plug-in-Hybrid das Fahrzeug meiner Wahl. Scheint das Plug-in-Thema ist ein spannendes Fahrzeugkonzept. Kommt es auch beim Kunden an? Absolut. Kunden entscheiden über den Erfolg von der Technologie oder eines Konzeptes. Und mit insgesamt mehr als 500.000 elektrifizierten Fahrzeugen, die wir schon auf der Straße haben als BMW Group, haben wir hiermit den Beweis schon angetreten. Denn die meisten davon sind Plug-in-Hybride. Also die Kunden lieben unsere Fahrzeuge. Vielen Dank. Das war klasse Information auf den Punkt gebracht. Danke, Ede. Bis demnächst. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei BMW Today. Man sieht, das Plug-in-Hybrid-Konzept ist nicht nur luxuriös und sportlich, sondern vor allem auch eins nachhaltig.